So, da wären wir auch schon wieder. In dieser und wahrscheinlich auch nächster Folge. Oh, Eindringling. Ja, also in dieser und nächster Folge wahrscheinlich will ich zwei Sachen machen, die sich eigentlich widersprechen. Zum einen will ich warten, also das Spiel unpausiert laufen lassen, um halt über die 1 Million zu kommen. Und ich würde gerne die restlichen Gegenstände platzieren. Da fehlten, glaube ich, noch ein, zwei. Das ist aber genau hier, der getarnte Generator. Ja, der Haken ist halt nur... Stopp, was bist du? Ein diplomatisch ausgebildeter Bediensteter. Ah, das ist einer von den neuen. Ja, da weiß ich noch gar nicht, wie die alle aussehen. Das wird eine Weile sehr konfus. Du bist auch so ein Diplomat oder bist der PR-Manager? Du bist der PR-Manager. Also orange und pummelig ist PR und rot und pummelig ist Diplomat. Okay. Genau. Also ja, abwarten, um über die 1 Million zu kommen und die restlichen Gegenstände bauen. Hier fehlt auch noch was. Damit wir das dann noch erforschen können. Oh, Elektroschock-Kanonenwalle. Als wenn das eine nicht tödlich genug wäre. Das baue ich doch auch gleich mal. Da. Und stimmt, ich muss ja gar nicht pausieren zum Bauen. Sehr schön. Den kriegen wir doch beides gleichzeitig hin. Ein Bewegungssensor haben wir da schon gebaut, richtig? Du bist... Ich will dich nicht verbinden. Ich will gucken, was du bist. Geh weg, geh weg. Ha. Kann ich nicht auf Fallen doppelklicken, um zu sehen, was sie machen? Nö, ich komme sofort an das Verbindungsdingens. Rechte Maustaste? Nö, Möglichkeit zum Bewegen oder Abreißen. Aber ja, das scheint die Bewegungsdingens zu sein, sonst wären hier Laserstrahlen da. Das haben wir also schon gebaut. Das heißt... Nervengas haben wir, die Giftgasfalle baue ich nochmal auf. Verbinde ich auch nicht, die muss einfach nur da sein. Falls wir das für irgendeine andere Forschung auch wieder brauchen. Windmaschine, haben wir davon noch irgendwo irgendeine rumstehen, die nicht verbunden ist? Dreh, dreh. Oh, was denn? Eine Monitorwand. Sehr schön. Bist du eine Windfalle? Nein, du bist eine Prometheus-Rachefalle. Ich hätte schwören können, wir hätten die mal irgendwann hier an irgendeine Wand gestellt. Genau, die können wir also auch noch erforschen. Sehr gut. Weiter im Text. Hier. Prometheus-Rachefalle haben wir schon. Satans-Fallen sind die da. Elektroschock-Kanonenfalle. Die ist groß. Und die braucht auch recht viel Platz. Was kann man sich darunter vorstellen? Jemand läuft rein, wird elektroschockt, zuckt er hin und her und wird dann von der Kanonenkugel abgeschossen? Auf jeden Fall mal testen. Da können wir ja so einen Crash-Test an mir einfach mal raufwerfen, wenn es denn fertig ist. Oh, wer seid denn ihr? Ihr seid alle mal verwirrt. Und wo wir gerade dabei sind, zwischenzeitlich immer schön Checks überprüfen. Und rote Punkte. Aber das sieht ja momentan gut aus. Sehr schön. Wo mir gerade einfällt, diese ganzen Alarmmeldungen zwischendurch. Ich glaube, ich hatte den besseren Lautsprecher nicht gebaut, weil ich dachte, ach, den brauchen wir doch eh nicht. Ah, dem ist nicht so. Hier ist der bessere Lautsprecher. Die bessere Kamera haben wir auch schon gesetzt. Bist du die Zoom-Kamera? Nee, du bist eine Überwachungskamera. Die hatte vorne noch so ein extra Penüpel dran. Aber bin ich mir auch ziemlich sicher, dass wir gesetzt hatten. Da ist eine 1, da ist eine 1. Da, genau, die hat vorne noch so Objektiv dran. Gut, das haben wir also auch. Also Fallen sind wir durch. Alle Sensoren haben wir, alle Fallen haben wir. Wenn auch fast nichts davon verbunden ist, weil wir den Gang eh nicht mehr benutzen. Wir haben ja genug Kammerdiener. Oh, neue rote Punkte. Ja. Was ich auf jeden Fall noch wusste, war der Generator. Auch wenn wir für den wahrscheinlich gar keinen richtigen Platz haben. Weil er braucht auch mehrere Felder. Gucken wir mal. Ja, kein richtiger Platz, weil wenn ich ihn hier bauen würde, kommt kein Techniker mehr da oben ran. Und das wäre nicht so schön.
Also müssen wir einfach mal hier den Raum erweitern. Kraftwerk. Und zwar einfach nur um 3. Dann kann das Ding hier reingebaut werden und man hat immer noch Zugang zu allen Seiten. Jo. Sehr schön. Also, nicht vergessen, verstecktes Kraftwerk bauen. Hier war auch noch was. Dojo haben wir. Sturmgewehrschießstand haben wir. Wandtafel haben wir. Diese komische Showanlage haben wir auch. Das Fernsehstudio haben wir auch. Nanu? Ich drehe mal ein bisschen. Ich hätte schwören können, wir hatten hier irgendwas vergessen. Gehen wir mal durch. Nach ganz oben. Zack, 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 zack. So, Türen. Moment mal, haben wir eine Hoteltür überhaupt gebaut? Und ja, ich weiß, ich lasse mich gerade wieder ablenken. Du, verwirrend. Nein, wir haben keine Hoteltüren gebaut. Oder ist das da eine? Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Sehr schön, die bauen wir auch nochmal flink. Damit die auch erforscht werden können. Aber zurück zum Ausbildungszentrum hier. Bauen. Also Türen haben wir beide. Den Dojo haben wir da. Den Schießstand haben wir hinten im Flur. Sturmgewehr-Schießstand ist hier. Trainingsanzug ist da. Wandtafel ist da. Laborschreibtisch sind hier. Diplomatenausbilder ist da. Fernsehstudio ist das da. Du hast ja Hosen an. Das kann schon mal nicht stimmen. Kein News-Arbeiter hat Hosen an vor der Kamera. Schulschreibtische haben wir natürlich auch. Mäuselabyrinthe waren nur zu Unterstützungszwecken, haben wir aber auch. Nö. Hier war doch nichts mehr. Komisch, komisch. Die Türen, die neuen, hatten wir auch alle einmal gebaut. Und zwar irgendwo hier. Genau, hier ist diese komische Feldbarrierentür. Und wo ist die schwere Tür? Wer bist du? Du bist ein schlechter Alibi-Agent, okay. Genau, diese schwere Sicherheitstür. Die haben wir da gebaut. Sehr gut. Das haben wir auch. Hm. Das heißt, das Einzige, was echt fehlte, war der Generator? Das glaube ich doch nicht. Haben wir den guten Spinn schon gebaut? Ja, haben wir. Also, könnten wir noch mehr von bauen, aber ich denke, das brauchen wir nicht so wirklich. Ah, Multimedia-Bildungsbereich. Hat kaum Platz. Na gut. Dann bauen wir das doch mal weiter aus. Archiv. So. Weiter. Weiter. Oh, und zwischenzeitlich mal auf die Karte gucken. Mariana Mamba ist immer noch da. Ihr seid fleißig am Stehlen. PR-Manager haben wir schon. Ihr seid auch am Stehlen. Wie schaut die Wut aus? Oh, grün ist ganz schön stinkig. Gelb auch. Blau auch. Gelb auch. Ja, wir haben ja fast überall Leute. Nur bei Rot nicht. Vielleicht sollten wir mal die Leute von grün auf rot umbordern. Ich glaube, das mache ich mal kurz. 2 weg. 5 weg. Und hier hinten. 2. 5. Ja, das ist okay. Also grün beruhigt sich dann hoffentlich. Gelb und blau und orange bleiben erstmal so. Aber ich sehe nirgendwo feindliche Agenten. Den Milizführer, den haben wir schon. Den Quantenphysiker. Haben wir den Quantenphysiker schon? Ich glaube nicht, deswegen haben wir die ganzen Leute hier stehen. Hm? 4 Arbeiter, 3 Techniker, 1 Wissenschaftler. 1, 2, 3, 4. Da verschicken wir davon mal 2 zurück. Und Wissenschaftler brauchen wir auch noch. Und Techniker? Ja, 3 Techniker. Das sind mir viel zu viele Leute in diesem Land. Du kommst auch noch weg. Und dann gucken wir mal. Du bist auch bedrohlich nahe. Und wir sind über die 1-Millionen-Marke. Sehr schön. Das heißt, die können gleich wieder abgezogen werden und werden auch nicht ersetzt.
Und ihr auch nicht. So. Ihr könnt auch nach Hause. Und dann beruhigt sich das hoffentlich erstmal alles wieder ein bisschen. So. Ihr seid noch auf dem Weg? Ja. Den Hollywood Playboy. Den brauchen wir auch noch, ne? Gucken wir mal kurz nach den Einheiten. Diplomat. Und hier ist dann bestimmt der Playboy. Dann kommt hier der Quantenphysiker irgendwo hin. Und das andere ist... Nee. Irgendwas anderes. Und Kung-Fu-Kämpfer haben wir hier. Und ein Feld ist hier noch frei. Sollten wir wahrscheinlich auch alles holen, bevor wir auf die 200 Berühmtheit kommen. Nicht, dass da wieder irgendwas verbuggt. Auch wenn ich eigentlich mit dieser ersten Stufe von Einheiten recht zufrieden bin soweit. Also ich meine, die Kammerdiener sind ja die erste Stufe von denen... Wie heißen die? Kammerdiener. Aber wie heißt die ganze Spalte hier? Also von den sozial engagierten Angestellten. Und die sind echt der Hammer. Also, ja. Könnte ich auch mitleben, keinen PR-Manager und keinen Diplomaten zu haben. Oh, wir haben endlich Platz. Sehr schön. Wir hätten gerne einen versteckten Stromgenerator. So. Und haben wir es zum Erforschen? Nö. Das ist nicht so gut. Wie viele Leute können wir momentan eigentlich einstellen? 140. Dann hätte ich doch gerne mehr davon. Ich hätte gerne weniger Diplomaten. PR-Manager. Was genau macht ihr eigentlich? Ich such mal einen. Eigentlich müsste doch hier einer sein. Genau. Du bist ein PR-Manager. Du siehst scheiße aus. PR-Manager, Diplomat. Information. PR-Manager sind Meister der Manipulation. Für die, die einmal in ihrem Netz aus Lügen und Intrigen zappeln, gibt es keinen drinnen. Aus praktischer Sicht bedeutet das, jetzt ist es für uns wichtig, ein PR-Manager kann seine Fähigkeiten einsetzen, um einen Gegner zu schwächen, indem er eine schmutzige Paparazzi-Hetzkampagne gegen ihn startet, die den betroffenen Agenten verwirrt und ihnen Klugheit kostet. Ah ja, das war der Haken. Also unsere Kammerdiener waren zwar gut zum Verwirren, aber die Wut geht dadurch nicht verloren. Weil bei den feindlichen Agenten nur die Aufmerksamkeit war es, glaube ich, abgezogen wurde und nicht die Intelligenz. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt alle unsere Kammerdiener zu PR-Managern machen. Also fast alle. Wir brauchen wahrscheinlich noch so 10 oder so für das Hotel. Also ja, davon brauchen wir viel, 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 viel mehr. Davon können ruhig weniger da sein. So. Ich hoffe mal, die werden jetzt nicht automatisch zurück zu Arbeitern konformiert. Nö. Oh, das ist passiert. Ach, gut, ich dachte, das wäre schon die Mamba gewesen. Verstecken. Jetzt haben wir nicht genug Arbeiter. Und nicht genug Techniker. So, also 5 Arbeiter, 3 Techniker, 1 Wissenschaftler. Richtig? Arbeiter, Techniker, Wissenschaftler. Jo. Sehr gut. Und die verstecken sich. Sehr schön. Der Rest ist weg und erholt sich. Raus hier. Hier ist soweit auch alles gut. Der eine Totempfahl fehlt noch. Noch eine Sache für unsere To-Do-Liste, bevor wir sehr berühmt werden. Oh, was zur Hölle macht ihr hier drin? Und ich habe gerade jemanden schreien hören. Das war bestimmt wieder irgendeine Zivilist, der nicht rein soll. Warnung, es wird eingebrochen. Bitte wie? Bitte was? Hm. Wo wird denn eingebrochen? Hier nicht. Hier. Der hat eine volle Tasche. Ja, der hat wohl irgendwas geklaut. Und der hat Wut. Die Frage ist jetzt, wie kriege ich es hin, dass die verwirrt werden, aber nicht von den Kammerdienern, sondern von den PR-Managern? Du bist ein Diplomat, ne? Ja, du bist rot. Ja,
das ist jetzt ärgerlich. Ich denke mal, alle sozialen Bediensteten werden diesem Verwirrungstag nachgehen. Das heißt, mal haben wir Glück und es ist der Richtige, die Wut wird auf Null reduziert und sonst wird da wieder rausgeschmissen. Also das mutmaße ich jetzt einfach mal. Vielleicht ist das Spiel ja auch ein bisschen geschickter programmiert, aber das müssen wir denn gucken. Außerdem haben wir momentan eh noch nicht genug PR-Manager.